Zusammen. So, es sind jetzt tatsächlich wieder ein paar kleine technische Fragen gekommen, aber manche loggen sich gerade ein. Ich freue mich trotzdem, Sie alle zu sehen. Mein Name ist Sanjay Tambe. Ich leite das Indien-Institut in München und freue mich, mit Ihnen diese Ayurveda-Tage oder Serie der Ayurveda-Tage zu feiern. In Form von Vorträgen und dieser kleinen Veranstaltungen, Webinarserie. Und ja, es kommen einige Leute noch hinein. Das ist schon mal gut. Wir haben heute wieder ein Thema hauptsächlich. Das sind zwei Dozenten, die insgesamt verschiedene Themen leiten werden. Das erste Thema geht es um ayurvedische Küche, wo man zwei Snacks kennenlernt, wie man so Kleinigkeiten als Frühstück kocht. Herzhafte Gerichte sind es. Und als zweites haben wir die Kinderwunschtherapie. Das ist ein Interview, geleitet von Vera Schulte und Iris Hübner. Die haben eine Besprechung sozusagen, die sie uns vorstellen über diese Kinderwunschtherapie. Der erste Kurs über Kochen ist geleitet von Ishwari Thornton. Sie ist eine langjährige Köchin, Künstlerin, Sängerin und lebt in München, folgt die indische Küche und ich glaube auch internationale Küche, aber hat sich fokussiert auf ayurvedische Küche, gibt Kochkurse in München und die wird uns ein paar Kleinigkeiten zeigen, wie man so schnell Frühstück vorbereiten kann von der ayurvedischen Seite her. Die Gewürze, die sie dafür verwendet, wird sie ein bisschen erklären. Unterstützt ist das Ganze von Evelyn Wurz, die im Santulan Ayurveda als Marketingchefin arbeitet und sich auch mit Ayurveda beschäftigt. Das heißt, die Einführung kommt von ihr und der Kochkurs selbst kommt von der Ishwari. Das sind zwei Videos, die wir am Anfang sehen wollen, aber das wird mein Kollege Herr Rohit gerade freischalten. Ich warte gerade auf ihn, dass er das macht. Ich hoffe, dass er soweit ist, damit wir das gleich sehen können. Und dann können wir eigentlich das Kochkursthema angehen. Ja, er ist ein bisschen beschäftigt. Vielleicht zu morgen auch, morgige Veranstaltung. Da haben wir etwas größeres Thema, beziehungsweise einen größeren Programmpunkt geplant. Da wollen wir schon um 3 Uhr beginnen morgen, um 15 Uhr. Und das geht circa 17:30 Uhr, 18 Uhr kann es werden, fast 3 Stunden. Das sind mehrere Sachen geplant. Einmal eine Liebesgeschichte zwischen Ayurveda und Yoga, erzählt von der Julia, die das Thema Ayurveda in Yoga Vidya leitet, in Bad Meinberg. Dann kommt Dr. Jivan zu uns, der Panchakarma-Behandlung erklärt. Der leitet, glaube ich, auch ein eigenes Zentrum in Bad Endorf. Dann haben wir einen Keynote über Ayurveda in Corona-Zeiten, also wie wichtig jetzt Ayurveda geworden ist in diesen Zeiten. Das kommt aus Indien von Dr. Balaji Tambe, der seit über 40 Jahren Ayurveda-Kurzentrum leitet in Indien, in Kerala, und hat uns glücklicherweise zugesagt, dass er circa 15 Minuten, 20 Minuten Keynote gibt über seine Erfahrung mit Ayurveda in Corona-Zeiten. Und danach haben wir eine Panel-Diskussion. Geht auch um das Thema, wie wichtig ist denn Ayurveda in heutiger Zeit und wie effektiv das sein kann für Corona. Da in den Panel-Diskussionen haben wir verschiedene Leute eingeladen, die auch schon in den letzten Tagen Vorträge gehabt haben. Darunter Herr Dr. Ulrich Bauhofer, Herr Dr. Jivan, Dimple Jangra und die Iris Hüttner. Und wir werden sozusagen eine gemeinsame Diskussion und Punkte anhören aus verschiedenen Perspektiven, wie Ayurveda ist. Dann haben wir einen yogischen Tanz von einer Deepika Chandramukhi, die lebt mittlerweile in München seit 2 Jahren, kommt aus Bangalore ursprünglich und praktiziert eben Yoga und auch in ihrem Leben mit ayurvedischen Hilfsmitteln.
Die wird uns einen schönen Tanz vorführen, live hier. Und dann haben wir den Konsulat, das sich einen sozusagen anschließenden Message noch gibt, wie die Ayurveda-Tage sonst überall gefeiert worden sind. Ja, das ist jetzt für morgen. Jetzt schauen wir mal, ob mein Kollege schon soweit ist mit dem Video. Namaskar. President of Indian Institute, Mr. Sanjay Tambe, Ayurveda practitioners and friends. It is my distinct honor to be part of the Ayurveda Day 2020 celebrations in South Germany. The theme for this year is Ayurveda for COVID-19. Let me clarify that Ayurveda is not claiming to provide a cure for COVID-19 pandemic, but the Ayurveda protocol for COVID-19 can help boost your immunity. It can prepare you to combat the disease by treating minor symptoms. And when you have beaten the virus, Ayurveda can help you manage your life after COVID-19. I would request you to visit the Ministry of Ayurveda website and get details on the Ayurveda protocol on coronavirus pandemic. Friends, Ayurveda has been an article of faith for millions of Indians for thousands of years. Today, it is being energized by scientific vigor and legal support. The government of India has done a lot for promoting Ayurveda, from giving legal status to Institute of Teaching and Research in Ayurveda at Jamnagar, Gujarat, to partnership with foreign universities and research institutes, from opening Ayurveda departments at 19 eminent hospitals in India, to teaching certification of Ayurveda practitioners. From promoting research culture to protecting intellectual property. Ayurveda is a living healthcare system with focus on balanced life. In South Germany, Ayurveda is one of the fastest growing traditional healthcare systems. Every year, the number of people going to Ayurveda facilities or ordering Ayurvedic products is increasing. It is a multi-billion dollar opportunity and is expected to support hundreds and thousands of jobs. You can go to your local apotheke and get more Ayurvedic products than you could ever in the past. To get more people to benefit from Ayurveda, we must get some things done. First, we must get greater acceptability. Second, we must invest in R&D and test medicines. Third, there must be interdisciplinary interaction between traditional and modern systems of medicines so that they can learn from one another and support each other in the quest for overall wellness. I wish Indian Institute Munich great success for the fifth Ayurveda Day celebrations and hope that each and every one of you stay healthy and stay safe during the coronavirus pandemic. Bleiben Sie gesund. Das war die Kernnachricht oder Kernbotschaft von dem indischen Generalkonsul aus München. Wie man hört, das scheinbar hat es auch einen, ich sag mal, Weckruf gegeben in Delhi und in dem Ministerium, wie solche Themen wie Ayurveda auch im Westen ankommen und dass das Interesse sehr stark ist und wie man davon inzwischen profitieren kann, Gebrauch machen kann, aber letztendlich, dass es sich verbreitet und wir können das sehr gut für uns gebrauchen. Allerdings, ich glaube, das Problem ist natürlich mit den verschiedenen Themen, wie hier die Medikamente zu bekommen sind. Das haben wir in den letzten Tagen auch gehört von verschiedenen Experten. Und wenn man das mehr oder weniger auch sehen möchte, hier, wie so eine ayurvedische Behandlung abläuft und wie die Materialien, die da zur Verfügung stehen, Experten, Anerkennung der Ausbildung, das sind immer noch Themen, die ja noch nicht so gängig sind und das stellt eine Herausforderung dar. Wir haben gestern auch schon gesehen, dass verschiedene Leute gesagt haben, ja, wie macht man das denn im Grunde genommen, weil das und jenes gibt es ja bei uns gar nicht. Und das ist eine Herausforderung, die wir morgen besprechen wollen in der großen Runde. Was kann man denn letztendlich machen, dass man sozusagen trotzdem davon irgendwas mitnehmen kann? Sonst ist es ja alles eine schöne Diskussion, aber es bringt ja uns dann gar nicht weiter.
Also die authentische ayurvedische Richtung wird hier dann gesetzlich anerkannt und auch nicht in diesem Maße nutzbar gemacht, wie es vielleicht möglich wäre, auch wenn Ayurveda sehr stark gefragt ist. So, dann gehen wir auf diesem Kochkurs. Ich hoffe, dass ich den jetzt finden kann. So, Leute, wir haben tatsächlich noch ein technisches Problem heute. Hört ja gar nicht auf mit den technischen Problemen. So, wir werden jetzt die zweite Session erst machen müssen, weil wir mit dem ersten Video noch ein bisschen Problem haben. Ist nicht angekommen, vollständig. Warten Sie mal, vielleicht hat jemand ein Mikro an. So, genau. Und zwar, geplant waren zwei verschiedene Videos, die wir zeigen wollten. Und die gute Qualität des Videos ist noch nicht bei uns angekommen. Das heißt, wir machen erst den zweiten Teil, werden wir erst bevorziehen, weil das Video schon runtergeladen worden ist und da ist. Und der erste Teil mit dem Kochen, das machen wir gleich danach. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Interview mit Vera Schulte über Kinderwunschtherapie in der Ayurveda-Praxis. Guten Tag, Frau Schulte. Hallo, Frau Göttner. Frau Schulte, Sie sind Heilpraktikerin und zertifizierte medizinische Ayurveda-Spezialistin mit eigener Naturheilpraxis. Die Praxis führen Sie seit 2008 und haben sich auf Ayurveda-Medizin und Frauen-Naturheilkunde spezialisiert. Und bei der Frauen-Naturheilkunde haben Sie eine eigene Methode entwickelt, eine eigene Behandlungsmethode entwickelt für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch. Und darüber wollen wir heute ja im Detail noch sprechen. Sehr gerne. Einige der Paare haben Ihnen die Erlaubnis gegeben, dass Sie die Resultate zeigen dürfen. Ja. Na mal los. Ich zeige mal hier. Das ist das Baby eines Paares, die waren so Ende 30 und es hat ungefähr 3 Monate gedauert, bis sich der Kinderwunsch erfüllt hat. Ganz schön Sehr schnell. schön, ne? Und hier das Ja. Baby, da ist das Paar Anfang 40 gewesen und da hat es ein Dreivierteljahr gedauert. Und Ja. dieses Paar hatte schon ein Kind und es braucht ein bisschen Zeit, ja. Insgesamt sind Sie ja mit dieser Behandlungsmethode, wie wir jetzt auch gerade hörten, 3 Monate ist ja nun wirklich ein beachtliches Ergebnis, sehr Ja. erfolgreich. Insgesamt oder allgemein gesehen, was sind denn so die Ausgangssituationen, aus denen heraus sich die Frauen an Sie wenden? Ja, also man kann so drei große Gruppen unterscheiden. Die erste Gruppe kommt aus der Kinderwunschklinik. Also sie waren dort in Behandlung und es hat nicht geklappt oder sie sind zwischen zwei Versuchen und suchen etwas naturheilkundliche Unterstützung. Das wäre so die eine große Gruppe. Die zweite Gruppe, die haben wirkliche Beschwerden, frauenheilkundliche Beschwerden, wie zum Beispiel Endometriose, Zysten, Myome, unregelmäßiger Zyklus, das sind so die Hauptthemen. Auch, dass sie sich insgesamt nicht so gesund ernähren, ein bisschen viel Fastfood, Alkohol, Zigaretten, das kommt noch hinzu. Und die dritte Gruppe, das sind Personen, die viel Stress haben, beruflichen Stress. Aber unter die zähle ich auch die Frauen, die schon ein Kind haben. Und wo dann der Wunsch für ein zweites Kind einfach noch aussteht. Manchmal stecken auch Ängste dahinter. Also sehr, sehr vielseitig im Grunde, die Gründe Ja, dafür. Ja. genau. Und dafür passt natürlich Ayurveda, weil jeder Fall einzeln und individuell gesehen wird. Man kann jetzt nicht nach Schema A, B oder C therapieren. Ja. Von den beiden Beispielen, die Sie uns gerade gezeigt haben, scheint mir das Paar, das 40-jährige Paar, der kompliziertere Fall gewesen zu Ja. sein. Vielleicht konzentrieren wir uns erstmal auf dieses Baby beziehungsweise dessen Eltern. Ja. Und Sie sagen uns, wie Sie vorgegangen sind. Also was war denn die Ausgangssituation der Frau? Also die
Frau kam und das war so ein typischer Fall von ein Kind hatte sie schon. Aber auch bei dem ersten Kind war es nicht so leicht. Das Paar war in Indien und hat eine Panchakarma-Kur gemacht. Danach ist sie schwanger geworden und die beiden haben auch ein gesundes Kind zur Welt gebracht. So, jetzt war ein Kind da, dann war natürlich nicht die Möglichkeit, nochmal wieder nach Indien zu reisen. Und sie kam dann zu mir und erzählte davon und zwischenzeitlich hatte es dann auch noch zwei Fehlgeburten gegeben. Das war so die Ausgangssituation, schulmedizinisch hatte sie noch eine leichte Endometriose, in einem Eierstock war eine Zyste, ihr ganzer Zyklus ging schon in Richtung Wechseljahre, also dieses Gelbkörperhormon, welches dafür zuständig ist, dass die Schwangerschaft gehalten wird, hat sich schon zurückgebildet. Das war, und dann natürlich auf psychischer Ebene war sie leicht depressiv, weil das ist schon eine sehr belastende Situation, wenn eine Frau einen Abort hat, ja, eine Fehlgeburt. Wie sieht dann die Anamnese konkret aus, wenn die Frau zu Ihnen kommt? Weil Gelbkörperhormon kann Ayurveda so ja nicht messen. Wie gehen Sie vor? Ja, also man sagt kurz zum Gelbkörperhormon, man sieht so ein bisschen danach, wenn die Frauen ein bisschen Buch führen, wie der Zyklus verläuft, wann der Eisprung ist und im Verhältnis Eisprung und Menstruation kann man daran ablesen, wie lang die Gelbkörperphase ist. Dazu muss man nicht unbedingt noch Hormonmessung machen, man kann das machen über den Speichel, aber ist auch gar nicht erforderlich. Wenn die Frauen zu mir kommen, dann mache ich erstmal eine Pulsdiagnostik, fühle ein bisschen in den Puls rein, um einfach mal zu sehen, wo sie steht in ihrem Stoffwechsel. Gibt es ein hormonelles Ungleichgewicht? Da ist dann natürlich von auszugehen, wenn sie kommt mit unerfülltem Kinderwunsch. Sehe auch, wie verdaut sie, hat sie Blähungen, hat sie Ama? Ist zu viel Kapha da, ist zu viel Pitta da, sind oft auch so Blockaden. Und dass man sie da ein bisschen aufhängt. Der zweite Teil ist dann die Zungendiagnostik, die auch nochmal Aufschluss darüber gibt. Dann daran sieht man auch manchmal, ob ein Eisenmangel oder Vitamin B12-Mangel eventuell vorliegt. Ja, dann geht es in die Befragung, wo ich wirklich ein bisschen abfrage, wie ist der Stuhlgang, wie ist das Urinieren, der Schlaf. So die üblichen Sachen, neben natürlich den ganzen körperlichen Merkmalen, Größe, Gewicht und so weiter. Mhm. Und wie gehen Sie dann in der Behandlung vor? Ja, dann überlege ich mir eine Therapiestrategie. Also meistens in unseren Breitengraden geht es immer darum, Pitta zu reduzieren, also zu viel Hitze auch aus dem Körper rauszunehmen, weil es buchstäblich das Gewebe verbrennt. Und es soll ja ein gesundes Kapha aufgebaut werden. Gleichzeitig gibt es oft einen Kapha-Überschuss und das gilt es einfach zu wandeln, also das überschüssige Kapha rauszunehmen. Und ja, und das mache ich eben über Ernährungsempfehlungen und entsprechende Gabe von Kräuterpresslingen. Und das dritte ist dann noch Manualtherapie. Manualtherapie, ja, also ich gebe da die ayurvedische Fruchtbarkeitsmassage bei Kinderwunsch und die geht zum einen so über die Mama-Punkte, man kann auch so sagen über die Hormonreflexzonen der Haut und dabei wird zum einen der Bauchraum freigemacht, der ganze Uterus und auch auf der anderen Seite der Hormonhaushalt ein bisschen reguliert. Gerade das Stresshormon Cortisol wird ein bisschen runterreguliert. Das ist eine bestimmte Abfolge von Griffen. Und die Frauen empfinden es immer als sehr wohltuend. Und es ist schon oft, dass mir da eine Frau eingeschlafen ist auf der Liege. Ja. Sehr entspannend klingt das. Ja, ja. Und therapeutisch, was sind da für Schritte notwendig? Therapeutisch, wenn Sie zu Präparaten greifen müssen, wenn Sie unterstützen müssen. Ah ja. Was so vorweg noch, was ich noch gerne erwähnen würde, also deswegen habe ich mich ja auch mal für Ayurveda entschieden, weil im Ayurveda sieht man den Menschen gleich. Also komplett. Und es geht darum, auch
alle Körperfunktionen zu unterstützen und damit alle Organkreise aufeinander abgestimmt arbeiten können. Und dafür braucht es auch teilweise einen Lifestyle, das heißt eine Morgenroutine mit heißem Wasser, Zunge schaben, Öl ziehen, das, was man eigentlich in der Grundausbildung von Ayurveda kennenlernt, was man auch in jedem Buch lesen kann, bis hin zu morgendlichen Eigenmassagen, je nach Konstitutionstyp, mit einem Rohseidenhandschuh oder mit Öl. Und ja, und dann eben so Dinge wie abends vor dem zu Bett gehen, 30 Minuten keinen Fernsehen mehr schauen, noch einmal frisch durchlüften. Ernährungsmäßig heißt es Kapha- und Pitta-reduzierende Ernährung, möglichst tierische Eiweiße meiden, viel frisch gekochtes, nichts Srota-blockierendes, das so mal im Schnelldurchgang, nicht scharfes, das wäre auch noch wichtig, kein Chili und auch nicht saures wie Joghurt und Tomaten, weil das wirklich die ganzen Kanälchen zusammenzieht und man will ja einen guten Durchfluss haben. Auf pflanzlicher Seite jetzt, um auf Ihre eigene Frage zurückzukommen, gebe ich sehr gern Shatavari, um einen regelmäßigen Zyklus zu erzeugen, eben um auch das Gelbkörperhormon aufzubauen, was ja die Schwangerschaft erhält. Ashoka, um den Uterus zu reinigen und Blutungen in den Griff zu bekommen. Und was ich sehr gerne gebe, wenn Endometriose und Myome mit im Spiel sind. Gugolo zum Auskratzen, wenn eben so Geschwülste da sind. Und zur mentalen Stärkung gebe ich Brahmi für die Kraft. Jatamansi, wenn Ängste bestehen. Und Ashwagandha wirkt wie ein Neuroadaptogen, das heißt, das Stresshormon Cortisol wird reduziert. Ist es denn notwendig, dass die Männer mitmachen? Wohl schon. Ja. Also ich sage mal, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und die Männer müssen sozusagen zwangsläufig mitmachen, indem die Frauen ihre Ernährung umstellen. Dadurch, sie kochen nicht extra, dadurch essen die Männer auch mit. Und wenn die in Ende 30 sind, Anfang 40 und bei beiden der Kinderwunsch besteht, dann ist auch die Bereitschaft mitzumachen sehr viel größer. Und Heißt das, dass die Männer auch zu Ihnen in die Praxis mitkommen? Ja, also für gewöhnlich kommen die Frauen, man hat so ein bisschen Vorlauf und sie kommen zur Beratung, dann beginnt die Behandlung und spätestens zur zweiten Behandlung kommt der Mann entweder mit oder war zwischendurch dann zu einem persönlichen Termin da. Und dann, da machen Sie auch eine richtige Diagnose beim Mann? Oder wie muss man sich das vorstellen? Genauso mit Puls nehmen, Zunge, Befragung, das ganze Programm. Ernährung brauche ich ja dann nicht mehr so viel erzählen, aber ich gebe ihm nochmal persönlich ein paar Hinweise, je nachdem, welche Beschwerden auch vorliegen. Ja, und dann bekommen die auch Kräuter und meistens ist es Ashwagandha und Kapikachu, weil es die Spermienqualität und auch Quantität steigert und oder verbessert. Ja. Und die Offenheit der Männer, ist die gegeben? Also so gerade jetzt auch, wenn es um Produkte geht, die Art der Diagnose, arbeiten die bei Ihnen in der Praxis schon mit oder spüren Sie da eher so einen Widerstand? Die Frauen sind oft neugieriger und die haben das größere Bedürfnis. Sagen wir mal so, die Männer kommen, sind skeptisch, aber durchaus auch neugierig. Und die Haltung ist erstmal, wenn der Aufwand nicht zu groß ist, mache ich mit. Aber wenn sie dann sehen, dass sie zu viel machen müssen, es kommt einfach drauf an. Also ich habe auch schon ein paar gehabt, da war er da und er sagte, ja, und jetzt keine Würstchen und kein Bier, jetzt fängt gerade die Grillsaison an. Da habe ich gesagt, ihre Frau ist schon über 40. Also auch im Ayurveda ist dann irgendwann die Zeit vorbei. Und ja, und das sind einfach auch Dinge, woran man erkennen kann, wie gut die Männer und auch Frauen mitmachen. Zum einen gibt es Aufschluss über die Beziehung, wobei ich immer sage, wenn die da durchgegangen sind, danach ist eine Beziehung sehr viel stärker.
Und man sieht aber auch, wenn der Wunsch wirklich nicht so groß ist, desto geringer ist dann auch die Bereitschaft, es umzusetzen. Also das klingt ja insgesamt auf jeden Fall viel entspannender als das, was man so aus Kinderwunschzentren sonst so hört. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das natürlich auch zwischen den Paaren zu Stress führt, während die ayurvedische Methode doch eher den Stress abbaut. Können Sie uns kurz nur diese entscheidenden Unterschied noch sagen oder einen Vergleich zur Behandlung in den konventionellen Kinderwunschzentren kurz erklären? Ja, also ins Detail geht, nur dass man so ein bisschen eine Gegenüberstellung hat. Ja, also in den Kinderwunschzentren werden hauptsächlich die Frauen behandelt. Gut, also es gibt immer 1a Diagnostik, das muss man wirklich sagen. Es wird ganz genau untersucht, wie der Hormonstatus der beiden ist. Und die Frauen werden auch gut untersucht, wo dann auch nicht selten zum Beispiel so eine Endometriose entdeckt wird, die bis dahin vielleicht noch gar nicht erkannt war, die auch oft eine Blockade ist. Und dann wird die Frau hormonell stimuliert bis und geht nicht mehr, muss man wirklich sagen. Und die Frauen auch darunter leiden. Also nicht nur mental, die Psyche, sondern sie nehmen auch sehr an Gewicht zu und sie sind danach einfach auf Jahre in einer hormonellen Schieflage. Und vor allen Dingen, wenn es nicht klappt, sind sie mental völlig am Boden, haben vielleicht 15 Kilo zugenommen, die sie auch so schnell nicht wieder runterbekommen. Und das ist schade, weil also im Ayurveda gibt es auch keine Garantie, aber ich sage immer am Ende, nach einem halben Jahr ungefähr, sind zumindest alle Körpergewebe einmal durchgereinigt. Also das Geld, was sie bei mir ausgegeben haben, haben sie nicht umsonst ausgegeben. Und wenn es dann so sein soll, dann stellt sich natürlich auch ein Kinderwunsch ein, aber ich kann es nicht garantieren. Und aber sie sind mental gestärkt und ich kann sie so sein lassen. Also ich brauche jetzt keine Angst haben, dass es ihnen anschließend nicht gut geht. Aber Sie haben ja eine ziemlich hohe Erfolgsquote. Wenn man das jetzt auch mal so ein bisschen gegenüberstellt, wie sieht es im konventionellen Behandlungsbereich aus? Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, ich habe eine Statistik, die liegt leider schon weiter zurück von 2017. Und danach kommt es bei künstlicher Befruchtung in ungefähr so 10-15% der Fälle zu einer Schwangerschaft. Und davon wiederum wird diese Schwangerschaft in 20-25% der Fälle ausgetragen. Also eigentlich eher wenig, muss man sagen. Ja. Und leider nach wie vor ist da eine hohe Quote an Missbildungen, an Abgängen und wie gesagt, die hormonelle Schieflage der Frau. Ich selbst habe eine hohe Erfolgsquote von ca. 60-80%, aber fairerweise muss ich auch sagen, das funktioniert auch nur, weil wenn sich jemand entscheidet und mitmacht, dann hat er sich selbst oder sie sich selbst diesen Erfolg auch zuzuschreiben. Und das geht nur, weil die Frauen auch so gut mitarbeiten. Ja. Da sind wir im Grunde auch schon bei unserer letzten Frage, nämlich genau, was empfehlen Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, beziehungsweise auch im Kollegenkreis, wenn ein Patient oder ein Klient mit unerfülltem Kinderwunsch in die Praxis kommt? Also zu den Therapeuten kann ich nur sagen, man muss sich entscheidend, was man mitträgt. Ich selbst sage, das Paar muss sich entscheiden, ob sie in die Kinderwunschklinik gehen oder zu mir kommen. Ich begleite nicht parallel aus ethischen Gründen. Und ein Paar an sich, jetzt habe ich einen Faden verloren.
Nochmal die Frage. Es geht um die Empfehlung, die Sie Klienten oder Ihren Kolleginnen mit auf den Weg geben, wenn Sie mit der Frage seitens eines Patienten konfrontiert sind, wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Ja, das stimmt. Also für die Klienten heißt es, sich zu entscheiden für ein System. Weil wenn man anfängt zu mischen, wird man nie wissen, wenn es nicht geklappt hat, woran lag es. Die Schulmedizin sagt dann, das lag an der Kombination mit der Naturheilkunde. Wenn es geklappt hat, dann streicht sich die Schulmedizin gerne den Erfolg ein. Und als Heilpraktikerin ist das einfach kein schönes Arbeiten, wenn man immer nur den schwarzen Peter zugeschoben bekommt und die anderen die Lorbeeren erhalten. Und ich finde auch für ein Paar als solches ist es doch auch viel, viel klarer zu wissen, okay, ich habe auch schon Paare in der Behandlung gehabt, die erst bei mir waren und anschließend in die Kinderwunschklinik gegangen sind. Ja, ist auch in Ordnung und das darf jeder für sich entscheiden und man muss nur klar sein und diesen Weg gehen und ich rate einfach ab vom Mischen. Ja, das heißt, diese Empfehlung geben Sie auch Ihren Kollegen natürlich weiter. Ja, natürlich. Da ist noch der Punkt, dass Sie selber ja auch ausbilden. Ja. Dazu vielleicht noch ein paar Worte. Da richten Sie sich jetzt in erster Linie natürlich an Ihre Kollegen und Kolleginnen. Genau. Ja, also die auf manualtherapeutischer Seite unterrichte ich die ayurvedische Fruchtbarkeitsmassage bei Kinderwunsch in Bierstein an der Europäischen Akademie für Ayurveda. Und es ist eine Behandlung, man kann sie sich ähnlich vorstellen wie eine Lymphdrainage, wobei alle Gewebe gereinigt werden und speziell, wenn Endometriose zum Beispiel da ist, dass man auf körperlicher Ebene nochmal sehr gut reinigt. Über die Mama-Punkte, Hormonreflexpunkte kann man auch nochmal die ganze Hormonsituation auch regulieren. Das ist, was ich vorhin schon sagte, ist eine tiefenentspannende Behandlung für denjenigen, der es bekommt. Und sie macht sehr viel. Es ist so ein Zyklus von 5 Massagen über einen Zeitraum von 6 Wochen. Und gerade heute noch hat mich eine meiner ehemaligen Schülerinnen angeschrieben und sie berichtete, sie hatte eine Patientin in der Behandlung bis März. Und da war dann die letzte Behandlung. Und heute hatte sie sie informiert, dass sie im 3. Monat schwanger ist. Und dann freue ich mich jedes Mal mit, wenn mich eine Schülerin dann kontaktiert. Ja, wunderschön. Mhm. Das heißt, es funktioniert. Man darf sagen, es funktioniert. Ja. Es braucht Mitarbeit, gar keine Frage, aber es kann funktionieren, ja. Mhm. Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch, Frau Schulte, und bedanke mich auch bei Ihnen, Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie weitere Informationen haben wollen, Sie finden sie auf der Homepage von der Naturheilpraxis vor Ort von Vera Schulte und natürlich auch in der Europäischen Akademie für Ayurveda. Danke. Wiedersehen. Okay. So, das war das Thema zum Kinderwunsch und Therapie von Vera Schulte geleitet und Frau Iris Hüttner, die den Wellnessverband leitet einige Zeit und mittlerweile sich um eine Plattform bemüht bzw. beschäftigt ist, um verschiedene Ayurveda-Dienstleistungsanbieter, sei es Kurzentren, sei es Kliniken, sei es verschiedene Anbieter aus ganzer Welt, mehr oder weniger zusammenzustellen auf eine Online-Plattform und auch auf eine Art Zeitschrift. Und das ist momentan sozusagen ihre Hauptaufgabenumfeld unter dem Deckmantel Arta, glaube ich, heißt das. Sie ist lange Jahre in diesem Bereich auch tätig und kennt sich in diesem Bereich so weit aus, dass sie alle Anbieter auch kennt und sehr gut vernetzt ist, mittlerweile weltweit. Das heißt, sie kann ganz gut Empfehlungen auch geben dazu, wo authentisches Ayurveda beispielsweise zu finden ist
und wie das in Deutschland auch angeboten werden kann. Sie wird auch morgen da sein, uns in der Panel-Diskussion mitteilnehmen. Da freue ich mich insbesondere. Jetzt kommen wir zu dem ersten Teil, den wir leider verschieben mussten wegen dem Video-Download. Wir haben jetzt den Kochkurs für ayurvedische Snacks, und zwar Frühstücksnacks. Guten Tag, wir sind Santulana Ayurveda, Ishvari Thornton, die stellen wir euch gleich vor. Mein Name ist Evelyn Butz und wir präsentieren zwei Gerichte, die sich schnell kochen lassen und einfach einen sehr, sehr guten Geschmack haben. Das eine ist ein Grießgericht. Die sind herzhafte Grießgerichte, sind bei uns gar nicht so bekannt. Aber es ist wunderbar einfach zuzubereiten und schmecken einfach sehr gut. Und das zweite ist eine Mungdal-Suppe. Mungdal verwenden schon viele, die vegetarisch leben, weil es einfach ein sehr, sehr guter Proteinlieferant ist und leicht verdaulich ist. Und auch hier verwenden wir ein Fotni, allerdings mit Ghee. Und das Geheimnis vom Fotni ist einfach, dass die ätherischen Öle von den Gewürzen drin bleiben im Gericht und einfach die Geschmacksvielfalt hervorzaubern. Also viel Freude mit unserem kurzen Kochaufnahmen. Von mir, ich bin die Ishvari und heute zeige ich euch die zwei Gerichte, die Evelyn schon beschrieben hat. Also zuerst mal machen wir eine Upma und ich wollte euch dann die Zutaten zeigen. Also wir haben hier Weizengrieß, ganz normale Weizengrieß. Das habe ich ein bisschen vorgeröstet, das geht immer schneller. Wir haben hier Udit Dal, das ist dieser Dal. Das habe ich jetzt gewaschen und ein bisschen eingeweicht und getrocknet. Das gibt einen ganz schönen nussigen Geschmack. Wir haben Kadipatta, das sind Curry Leaves, die kommen auch mal rein. Und Chili, man kann mehr oder weniger, je nachdem wie scharf man das haben will. Und die Gewürze. Und in diesem Gericht, das machen wir mit einem Ölfodni, das ist Erdnussöl. Und da kommen dann Senfkörner, Asafoetida, Gelbwurz. Und wenn man keine Chilis hat, frische Chilis, dann kann man Chilipulver nehmen. Also dann fangen wir an. Also wir nehmen ein bisschen in den Topf, ein bisschen Öl. Und wichtig ist, dass Öl heiß ist, dass die Senfkörner springen und platzen. Das ist ganz wichtig. Man sieht es dann. Für so viel Grieß nehme ich eineinhalb ein bisschen. Dauert noch ein paar Sekunden, dann fangen die an zu springen und es riecht dann ist alles wie ein bisschen wie Popcorn. Und diese Udit Dal, das ist eine sehr gute Eiweißquelle und macht es, gibt es ein bisschen einen nussigen Geschmack und so ein bisschen Crunch. Und diese Weizengrieß, wir nehmen ganz normale Hartweizengrieß, die eignet sich sehr gut. Und wie gesagt, habe ich es ein bisschen vorgeröstet. Das kann man, also wenn man es so in Gerichten macht und das will, dass es schnell geht, dann kann man dann so ein paar hundert Gramm dann immer wieder zwischendrin rösten und dann hat man das bereit. Und dazu am Schluss, dann kommt noch ein bisschen Zitronensaft. Dieses Gericht mache ich öfters dann zum Frühstück oder am Abendessen, wenn ich dann nach Hause komme und keine viel Zeit habe zum Kochen, dann ist es eine sehr gute, so ein ganz schnelles, ein wunderbar leckeres Abendgericht. Jetzt fangen die schon an, man sieht's. Und die fangen an zu knacken und springen, platzen. Dann ein bisschen Papier einfach drüber halten, weil die haben eine Tendenz, einfach überall die Kochplatte rauszuspringen. Das wollen wir nicht. Man kann das auch so ein bisschen wegnehmen. Dann tue ich mein Udit Dal dazu. Das ein bisschen rösten. Ah, ich habe einen Fehler gemacht. Hier kommt keine Gelbwurz rein. Das ist eine reine weiß-grünes Gericht. Ich
muss schon aufpassen, die brennen auch gerne an. Und jetzt tue ich die restlichen Gewürze dazu. Also für Tiere. Ganz bisschen. Ein paar Chili-Stücke. Curry-Pötter. Und anschließend, das riecht ja so. Schade, dass wir keine Geruchsfernsehen haben, weil das ist, das riecht wunderbar. Und das röstet man. Ich habe mal meine Lehrerin in Indien gefragt, wie weiß man, dass diese Grieß richtig geröstet ist. Und sie hat gesagt, es wird leicht gelb-rötlich, bräunlich und das ganze Haus riecht wunderbar. Also ich frage meine Kameraleute, riecht das Haus schon gut? Und jetzt brauche ich heißes Wasser von der Küche. Also für, ich habe 100 Gramm Grieß genommen. Für 100 Gramm Grieß nehmen wir so 250 Milliliter Wasser, heißes Wasser. Und man muss gucken, weil, also wenn der Grieß ein bisschen älter ist, dann manchmal ist es trockener. Aber wir lassen es noch ein bisschen, dann zeige ich das jetzt in der Kamera. Da. Und hier können wir noch, oh, jetzt riecht so schön, wunderbar geröstet. Das hilft wirklich, wenn man es vorröstet. Dann hat man dann, braucht man weniger Zeit. Ich tue das jetzt gerade ein bisschen weg von der Hitze, weil es spritzt manchmal raus. Und jetzt braucht man nicht so viel Hitze. Ich habe das jetzt auf 1. Und jetzt mache ich ein Salz dazu. Ich denke, für so eine Menge wird es, das reicht an Salz. Und so schaut es dann aus. Und danach den tun man schön Koriander dazu. Ein bisschen mehr Wasser. Und dann lassen wir es einfach ziehen. Ich werde einfach noch ein bisschen Wasser dazu geben, weil es scheint ein bisschen trocken zu sein. Also wir nehmen 2,5-mal so viel Wasser oder 3-mal so viel Wasser wie Grieß. Und das wäre unser Upma. Danach, wenn es fertig ist, dann tun wir jetzt ein bisschen Zitronensaft rüber. Diese, es gibt es in schönen leichten Säure. Das wäre vielleicht noch 50 Milliliter Wasser noch dazu. Das zeigt bei uns Kochen mit Herz. Und jetzt Zitronensaft. Lassen wir es jetzt 5 Minuten ziehen und fertig ist unser Upma. So, und jetzt machen wir eine Mungdal-Suppe. Wir nehmen dafür hier, das ist Mungdal, das sind gespaltene Mungbohnen. Und die habe ich gewaschen. Also beim Waschen muss man die nicht direkt durch ein Sieb zuerst mal, mit Wasser übergießen und schauen, weil da kommt immer viel Stärke raus. Und dann zum Schluss dann durch ein Sieb. Und das sind 100 Gramm Mungdal. Die habe ich dann so, ich denke, 20 Minuten gekocht. Und die, das ist dann sehr, die sind zerfallen, die Mungbohnen. Und jetzt verdünnen wir die mit Wasser. Und für dieses Gericht brauchen wir Ghee. Wir machen eine Ghee-Fondue.
geriebene Ingwer, das sind so 15, 16 Gramm. Eine Tomate, Haut abgezogen und klein geschnitten. Chili, mehr oder weniger. Wenn ich Chili nehme, dann mache ich immer größere Stücke, dass man die dann sehen kann. Es ist ein bisschen unangenehm, wenn man drauf beißt. Und, für unser Fodni nehmen wir Kreuzkümmel, Asafoetida und Kurkuma. Man kann auch, wenn man, wie gesagt, wenn man kein Chilis hat, dann kann man Chilipulver nehmen. So, und jetzt tun wir also Wasser rein, dass es eine Suppe wird. Wir nehmen immer heißes Wasser. Wenn wir schon einen Kochvorgang angefangen haben, dann nehmen wir immer heißes Wasser, dass der Kochvorgang dann nicht gestört wird. Und dazu tun wir jetzt unser Ingwer. Unsere Tomatenstücke. Also das ist eine wunderbare Suppe, einfach am Abend zu machen oder zum Mittagessen oder mitzunehmen in der Arbeit. Also man kann auch Gemüse mit rein tun, so Karotten geraspelt oder Zucchini oder manchmal auch Spinat, so pürierte Spinat ist auch ganz lecker, wenn man das ein bisschen deftiger machen will. Und dann Salz. Also Mungdal ist eine Art Wundermittel eigentlich, weil es kann bei jedem, also jeder kann das gut verdauen. Das ist sehr, sehr leicht. Also die normalen Linsen, die sind ein bisschen schwerer zu verdauen. Aber Mungdal ist, man sagt in Indien, for young and old. Und wenn man gerade krank war oder wenn man jetzt im Winter von irgendeiner Grippe sich am Genesen ist, dann als so eine Mungdalsuppe, die ist sehr schmackhaft, es läuft das Wasser im Mund, es ist sehr, es baut auf und hilft, dass man wieder auf die Beine kommt. So ein bisschen Salz. Wir lassen das jetzt mal kochen. Und natürlich kommt dazu gehackte Koriander. Und unser Fodni machen wir jetzt ein bisschen anders. Also wir haben hier so einen kleinen Topf. Das ist ein Topf, wenn man zum Beispiel Schokolade oder sowas schmilzt, das hängt man dann im Wasser. Aber dafür ist es sehr gut geeignet. Und wir nehmen Ghee und nicht zu wenig. Lass mal das schmelzen. Und der Kreuzkümmel, der springt nicht, aber der platzt. Und das ist sehr gut, weil wenn die ätherische Öle dann freigegeben. Das ist sehr, sehr wichtig. Also einfach ohne in Fodni anzubraten, das bringt eigentlich nichts, weil der Geschmack, den kommt ja nicht rein. Ne? Und dann tun wir hier jetzt mit der Wahrheit diese wunderbare Fodni. Tun wir jetzt in unsere Suppe gießen. Ah, das riecht ja so gut. Immer ganz vorsichtig gießen. Und dann tue ich immer ein bisschen von der Suppe hier in den Topf, dass nichts verloren geht. Und das riecht so wunderbar. Das nächste Mal machen wir ein Video mit Geruch, mit Duft. Und am Schluss ein bisschen Koriander.
Es riecht nicht nur gut, es schaut so schön wunderbar bunt aus. Und unser leichtes Mittagessen ist schon fertig. Guten Appetit! Also wenn Sie Fragen haben zu diesem schönen Kochvideo, dann bitte an info@santulan.com eine Mail schicken. Auch Rezepturen bzw. Rezepte von beiden Gerichten kann man per E-Mail anfordern. info@santulan.com. Ich schreibe es hier in dem Chat Window rein, wenn Fragen da sind. Ich habe gerade vorhin ein indisches Kommentar gesehen hier an Facebook. Das steht, dass sie scheint, also die Ishwari scheint zu wissen, wie man wie indische Mütter kochen. Perfekt, sozusagen. Es regt schon Appetit an, das anzuschauen. Ich denke, dass es auch sehr gut geschmeckt hat. Ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle an Ishwari Thornton und Evelyn Woods von Santulan Veda e.V. Sie hat gesagt, dass die Rezepturen und auch die Gewürze, die sie dort verwendet hat, hat sie gelernt bei Srimati Veena und Shivaji von Atma Santulan Village in Indien. Ja, damit haben wir jetzt beide Videos gezeigt. Es tut mir leid, dass wir heute etwas technische Probleme erlebt haben, aber so scheint es auch zu sein, dass die meisten Leute sind ja im Homeoffice, in Zoom oder wo auch immer, und dann ist die Bandbreite scheinbar besetzt, so dass jetzt ganz viele Leute scheinbar um diese Uhrzeit auch noch online gehen und steht uns schlechtere Internetverbindung zur Verfügung. Es war leider nicht rückelfrei, und auch ich habe gesehen, dass die Lippenbewegung beim ersten Video nicht synchron war. Das tut mir furchtbar leid. Wir werden der Iris bitten, ob sie uns einen Link schicken kann zu diesem Video, dass man das nochmal in Detail anschauen kann. Und ebenfalls das Kochvideo ist hochgeladen auf Facebook. Das heißt, auf der Ayurveda.de-Seite sind jeden Tag unsere Seminare hochgeladen. Da kann man sie nachvollziehen. Die bleiben dort mindestens einen Monat. Damit möchte ich mich für heute bedanken für Ihre Teilnahme und dass Sie alle dabei waren. Und lade ich Sie nochmal ein für morgen. Wie gesagt, ab morgen geht es schon um 3 Uhr los, ein etwas größeres Programm. Aber es sind sehr interessante Themen dabei, auch in der Panel-Diskussion und nochmal 2 Keynotes über Panchakarma erfahren wir und die Liebesgeschichte zwischen Yoga und Ayurveda, die erfahren wir als erstes morgen. Ah ja, und nicht zu vergessen diesen wundervollen Tanz, der die Deepika aus Bangalore uns vorspielen wird. Vielen, vielen Dank nochmal, Namaste, und bleiben Sie gesund. Bis bald. Bis morgen. Tschüss.